Sie sind hier, 14. Januar 2019, 14.25 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Appas Barau tritt am 16. Februar in Koblenz an. Urheberrecht Getty Images. Der erste Titelkampf für die Boxgala am 16. Februar in Koblenz steht fest. Appas Barau trifft auf den erfahrenen Mexikaner Carlos Molina. Der erste Titelkampf für die Boxgala am 16. Februar in Koblenz in der CGM Arena steht fest. Appas Barau wird bereits in seinem 5. Profikampf um einen internationalen Titel boxen. Gegner um den WBC-Internationaltitel wird der erfahrene Mexikaner Carlos Molina sein. Erneut stellt sich Appas einem starken und erfahrenen Gegner, aber der junge Oberhausener hatte schon zu Beginn seiner Profikarriere gemeinsam mit seinem Manager Karim Akar klare Ziele formuliert. Ich möchte schnell um Titel boxen, auch internationale. Sport1 zeigt die Boxgala am 16. Februar ab 21 Uhr live im Friedwebes. Freut sich auf die erneute Herausforderung und das Vertrauen seines Promoters, das Sauerland mir so schnell einen nationalen Titelkampf ermöglicht hat, war schon großartig. Der internationale Titel bereits im 5. Kampf zeigt mir noch mehr, wie sehr mein Promoter und natürlich auch mein Trainerteam mit Uli Wegner und Georg Bramowski an mich glaubt. In weiteren Kämpfen werden Leon Bunn, Slava Spoma und Sophie Alisch am Start sein. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.